wenn du im Alltag bist und plötzlich merkst, oh, jetzt habe ich irgendwie schlechte Laune oder jetzt bin ich müde oder irgendwas ist passiert. Häufig bekommst du es gespiegelt von jemandem. Was hast du denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Warum guckst du so komisch? Ist irgendwas? Und du selbst merkst es gar nicht. Und erst in der Reflexion kannst du hineingehen und sagen, ja stimmt, irgendwas zieht mich gerade herunter, wenn es nicht sowieso schon offensichtlich ist. Und dann kannst du schauen, was ist es? Was sind deine Energiefresser? Was sind die Feinde deiner Lebenskraft, deiner Energie, deiner hohen Frequenzen? Und das kann so etwas sein wie Erwartungen, die du anderen zuschreibst. Oder du denkst, mein Partner erwartet von mir das und das. Meine Kinder erwarten von mir das und das. Meine Geschäftspartner erwarten das und das. Meine Kunden, von mir wird erwartet, dass das und das gemacht wird. Und häufig stimmen diese Erwartungen nicht. Häufig haben wir ein falsches Bild von den Erwartungen der Fremden und dann unserer eigenen Erwartung. Ich erwarte von meinem Partner, dass er das und das macht. Ich erwarte von meinen Kindern, dass sie sehen, meine Kinder sehen, wie es mir geht und sich dementsprechend verhalten. Ich erwarte von meinen Klienten, dass sie zufrieden sind und mir das auch wiedergeben. Und diese Erwartungen sind ein großer Quell von Lebensfrust und auch von Frequenzabfällen.